Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Sobald wir einen Blutelfen auf Level 120 haben, der ebenfalls ehrfürchtig bei der Fraktion Silbermond ist, können wir in Patch 8.1 in Orgrimmar vor der Botschaft die Questreihe für die Traditionsrüstung starten. Ich werde euch auf eurer Reise durch die Geisterlande begleiten. Trefft mich in Tristessa. Angekommen in Silbermond bittet uns Lord Himmar, ihn in Tristessa zu treffen, damit er uns auf unserer Reise begleiten kann. Jedes Jahr bitten die Blutelfen einen Champion ihres Volkes darum, einen Akt des Gedenkens und zu Ehren jener abzuhalten, die der Geisel zum Opfer fielen. Lady Liadrin, Lord Himmar selbst und viele andere haben dieses Ritual bereits durchgeführt. Dieses Jahr wird uns diese Ehre zuteil. Mit einer Laterne, die eine Flamme des Sonnenbrunnen trägt, sollen wir verschiedene Orte aufsuchen, die für den Untergang von Kel'Thalas und den Sonnenbrunnen bedeutsam waren. Wir sollen jene Erinnerung beleuchten. In Tristessa erfahren wir von Lord Himmar, dass unsere erste Station der Reise die südliche Mauer von Kel'Thalas sein wird. Lange Zeit hat die südliche Mauer die Heimat der Elfen vom einst großen Königreich Lordaeron getrennt. Niemand hatte gedacht, dass jemand sie durchbrechen konnte. Als dann die Geisel eintraf, überwunden sie diese Mauer nicht mit Gewalt, sondern ein Verräter öffnete sie freiwillig. Das Königreich Kel'Thalas war damals unvorbereitet, doch es eilten alle Weltenwanderer, Soldaten und Magister aus der Umgebung zur Verteidigung. Von ihnen kehrten nur sehr wenige nach Hause zurück. Die Tore dienen heute als Mahnmal. Das war der Anfang vom Ende. Meine Kompanie patrouillierte die Wälder nahe Sul Aman, als wir von der Invasion der Geißel hörten. Wir waren auf das, was uns erwartete, überhaupt nicht vorbereitet. In Kel'Thalas herrschte seit Jahren nur idyllischer Frieden, und plötzlich standen wir dem Tod selbst gegenüber. In jener Schlacht verlor ich mein Auge und beinahe auch mein Leben, wäre Haldurhon nicht gewesen. Das Leid, das unserem Volk an diesem Tag widerfuhr, ist unbeschreiblich. Dass überhaupt jemand überlebte, ist ein Wunder. Eines, das wir nicht verschwenden dürfen. Als nächstes bittet uns Lord Himmar darum, Zeuge des Untergangs der ersten Verteidiger zu werden. Arthas bahnte sich eine Schneise durch das Land, um zum Sonnenbrunn zu gelangen. Am Anfang der Todesschneise hat die erste Verteidigungslinie versucht, die Geisel in Schach zu halten. Dort wurde das erste Blut vergossen. Nun sollen wir die Laterne an genau jenen Ort bringen, um diese Erinnerung noch einmal durchleben zu können. Lord Himmar bittet uns, die Laterne zur zweiten Gedenkflamme zu bringen. Im Westen gibt es eine Gedenkstätte für eine ganz besondere Verteidigerin. Jedoch hat das Licht an ihrem Heimatort viele verwallene Seelen angezogen. Als nächstes suchen wir also in Gedenken an Sylvanas den Windläuferturm auf und erlösen dabei noch ein paar verwallene Seelen. Sylvanas war die Beschützerin unseres Königreichs. Hätten sie und ihre Waldläufer Arthas nicht heftigen Widerstand geboten, würde unser Volk nicht mehr existieren. Sie hat ihr Leben gegeben, damit genug von uns entkommen konnten, um unser Königreich wieder aufzubauen. Als Arthas sie als Banshee wieder auferstehen ließ und gegen Kel'Thalas schickte, brach uns das Herz. Ich war nicht immer einer Meinung mit Sylvanas, aber ich werde ihr Opfer nie vergessen. Sie war die Waldläufer-Generalin von Silbermond. Nichts wird jemals etwas daran ändern. Im nächsten Schritt unserer Reise sollen wir Zeuge des Untergangs der Waldläufer-Generalin werden. Sylvanas fiel direkt östlich von Morgenluft, wo sie die Stellung hielt, um die Zivilisten während ihres Rückzugs nach Silbermond zu schützen. Wäre Sylvanas damals nicht dort gewesen, so würde das Volk von Kel'Thalas noch weniger Seelen zählen, als es heute schon der Fall ist. Wieder einmal werden wir mit der Laterne die Vergangenheit erneut erleben können. Ihr da, Weltenwanderer, bemannt eine Balliste! Gebt den flüchtenden Zivilisten Deckung! Nehmt sie! Lauft!
Nach dieser Erinnerung verlässt uns Lortimar fürs Erste. Nun sollen wir die Insel von Keldanas bereisen und Lady Liadrin dort aufsuchen, da sie sich viel besser mit den Ereignissen auf der Insel und des Sonnenbrunns auskennt. Erblickt das Ende. Die letzte Barriere fällt. Tausende Jahre lang bedeutete der Sonnenbrunnen meinem Volk alles. Arthas fügte uns eine tiefe Wunde zu, als er ihn entweihte. Mein Glauben war gebrochen, als Silbermond fiel. Ich vergaß, wer ich war. Doch durch die Gnade des Lichts fand ich Erlösung, bevor es zu spät war. Möge uns dieses Monument daran erinnern, was es heißt, Sindorei zu sein. Auf dass all unsere Taten jenen Ehre erweisen, die uns vorausgingen. Egal wie viel Schmerz wir durchleiden, wir geben die Hoffnung nie auf. Und wenn Finsternis droht, blickt immer zur ewigen Sonne. Auf dieser Insel verlor das Volk von Keltalas einen ihrer größten Helden. Anasterian Sonnenwanderer war der letzte König von Keltalas und führte den letzten Ansturm gegen die Geisel an. Dabei kreuzte er höchstpersönlich mit Arthas die Klingen. Nun sollen wir die Laterne auf die Südseite der Insel bringen, um Zeuge vom Anfang des Untergangs des Sonnenbrunns zu werden. Wir sollen dem Fall von Anasterian Sonnenwanderer beiwohnen. Das ist weit genug, Prinz Arthas. Euer Vormarsch endet hier. Ana Ala Belore! Für eure Taten sollt ihr brennen! Unbesiegbar! Vielleicht wart ihr früher ein Kämpfer. Doch jetzt flackert euer schwaches Lebenslicht. Ein Licht, das ich nur zu gern auslösche. Immerhin habe ich eine Seele, abscheuliches Monster! Nicht mehr lange. Die Flamme unserer Laterne wird schwächer, also es ist Zeit, sie neu zu entfachen. Wir müssen dazu den letzten Pfad beschreiten. Obwohl die Blutelfen den Sonnenbrunnen wieder unter Kontrolle haben, werden sie nie vergessen, dass Arthas den Sonnenbrunnen einst entweiht hatte. Diese Tatsache hat den verstorbenen Prinzen Keltas Sonnenwanderer dazu gezwungen, eine neue Lebensweise für sein Volk zu finden. Wir sollen nun das Sonnenbrunnenplateau betreten und Zeuge seines Untergangs werden. Bürger von Keltalas, ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Arthas metzelte unsere letzten Streitkräfte nieder und ließ Kel'Thuzad im Sonnenbrunnen als mächtigen Lich auferstehen, was den Brunnen unwiederbringlich verderbte. Unser Volk wäre bald demselben Schicksal erlegen, da wir weiter an seine Magie gebunden waren. So entschied Prinz Kel'Thas schweren Herzens, den Sonnenbrunnen zu vernichten. Die Zeit ist gekommen. Möge das Sonnenlicht uns bis zum bitteren Ende leiten. Kanonendonner. Die Amani sind an der Küste gelandet. Wir müssen uns beeilen. Streckt genug Untote nieder, um uns eine Bresche zu schlagen und überlasst den Rest den Trollen. So gewinnen wir etwas Zeit. Der Sonnenbrunnen. Was hat er bloß getan? Die Seele unseres Volkes ist nur noch ein entweihter Quell der Verwesung. Und mit jedem Sonnenaufgang wird es schlimmer. Liadrin, bewacht den Eingang. Lasst niemanden passieren. Wir halten die Stellung bis zum bitteren Ende. Selama Ashal Anore. Folgt mir. Beschützt die Magister mit eurem Leben. Wir müssen den Sonnenbrunnen erreichen. Das Ritual scheint zu funktionieren. Magister, lasst euch nicht beirren. Es ist vollbracht! Romath bringt uns in Sicherheit. Und so endet das tragischste Kapitel unserer Geschichte. Folgt mir, Champion. Es wird Zeit, die Laterne zurück nach Silbermond zu bringen. Unser Volk wird nicht von Tragödien definiert,
sondern davon, diese Tragödien zu überwinden. Aus der Asche der Vergangenheit schüren wir die Flamme der Hoffnung für die Zukunft. Es ist mir eine Ehre, euch das Ornat unserer größten Helden zu überreichen. Belono Silaru, Belore Dorai. Erhebt euch, Champion der Sindorai! Nun haben wir die Questreihe für die Traditionsrüstung der Blutelfen abgeschlossen und können sie ab sofort mit jedem Blutelfen ab Level 1 transmoggen. Bevor das Video nun endet, möchte ich euch natürlich beide Varianten des Sets zeigen, welches wir gerade erhalten haben. In der ersten Version erhalten wir ein Set mit einer kurzen Brustplatte, sodass man die Hose auch noch sehen kann. In der zweiten Version können wir die Brustplatte gegen eine Robenversion austauschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut und haut rein!